Köln. Seit Anfang der 90er alljährlicher Schauplatz von Treffen der Amiga-Gemeinde. Und nach über 5 Jahren wieder Schauplatz der ersten deutschen Amiga-Only-Messe. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Messevideo. Wir sind hier zwar nicht, wie das letzte Mal angekündigt, wieder auf der World of Alternatives, dafür aber auf der World of Amiga. Pünktlich zum Verkaufsstart von OS 3.9 lädt Hago und Partner wieder in die Rheinmetropole Köln. Und was das neue OS kann und was es sonst noch hier gibt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der Amiga-Club in BTX und Internet war wieder zusammen mit AmigaNews.de und Airbrush Tingler mit einem gemeinsamen Stand vertreten. Hier wurde unter anderem ein weiterer portabler Amiga Marke Eigenbau gezeigt. Für die Live-Übertragung ins Internet sorgte die am Stand montierte Webcam. Die bekannte Internetseite AmigaNews.de wurde von Petra Struck persönlich repräsentiert, die wir über ihren Eindruck von der Messe befragten. Ich finde es hier sehr gemütlich. Man kann die Chance nutzen, wirklich mit jedem ein privates Gespräch zu führen und führen. Und das ist das, was für mich natürlich besonders interessant ist, dass man hier die Gelegenheit hat, die Leute persönlich kennenzulernen, mit den Leuten persönlich in Kontakt zu treten und einfach dadurch viele Informationen zu bekommen, die man über E-Mail oder Kontakt im Internet nicht bekommt. Mit APC und TCP war nur wenige Stände weiter auch der zweite große Amiga-Club zu finden. Hier wurde unter anderem die neue Amiga Future zusammen mit einer Demonstration des verbesserten Layouts vorgestellt. Der Falke Verlag zeigte wie gewohnt sein umfassendes Angebot. Und auch die Macher der englischen Zeitschrift Amiga Active waren mit einem eigenen Stand vertreten. Viele Spieleklassiker und Anwendungen wurden durch die zahlreich vertretenen Händler vertrieben und auch ein paar A1200 konnte man noch kaufen. Etliche Amiga-Fans waren von weit her angereist, um das Neueste über ihren Rechner zu erfahren. Hier sieht man Fleecy Moss, wie er gerade einigen Amiganern zu erklären versucht, warum für die Realisierung von OS 4.0 50.000 Exemplare des OS 3.9 verkauft werden müssen. Wie ihr seht, geht es auf der World of Amiga heiß her. Es gibt so viele neue Produkte, die man es noch vor einem Jahr kaum für möglich gehalten hat. Einer der Bereiche, in dem sich wieder ordentlich was getan hat, ist der Anwendungssektor. Und was es da genau an neuen Produkten gibt, das zeigen wir euch jetzt. Die Version 4 von Stormzee wurde präsentiert und konnte auch gleich gekauft werden. Wie auf den vergangenen Messen zeigte Tom Neidhart in Köln wieder ein Update seines Workbench-Enhancers ISIS. Bei ISIS sind auch jetzt mit dem OS 3.9 natürlich neue Funktionen gekommen, nicht nur auf OS 3.9 bezogen, sondern auch auf die allgemeine Funktionalität. Vom an der letzten Messe vorgestellten Amiga SDK konnte man ebenfalls eine neue Version erwerben, diesmal auch auf Windows aufsetzend. Als erste Applikation für das SDK wurde mit Typhoon die Beta-Version des Wildfire-Nachfolgers vorgestellt. Jetzt wollen wir uns aber mal dem eigentlichen Messehöhepunkt zuwenden, der Präsentation des neuen Amiga OS 3.9. Die neue Version kommt endlich einmal multimedial aufgepeppt daher. Entsprechende Tools braucht man nicht mehr dazu zu kaufen. So ist beispielsweise ein AFI und Quicktime-Player namens Action, ein Ableger des bekannten Movit, schon mit dabei. Obwohl noch auf 68K basierend, ist er ansprechend schnell. Selbstverständlich darf ein CD-Player mit GUI nicht fehlen, genauso wenig wie der Programmstarter ADOC, der sogar Drag-and-Drop unterstützt. Und was wäre ein modernes Betriebssystem ohne Internetunterstützung?
OS 3.9 kommt mit der Vollversion des TCP/IP-Stacks Genesis. Einem eingeschränkten RWAP und ein E-Mail-Programm ist auch dabei, für alle, die am den Rücken kehren möchten. Das Handbuch befindet sich auf CD. Wer es etwas ausführlicher möchte, kann auch noch das offizielle Buch zum Amiga OS erwerben. Kommen wir zur Hardware. Es wurden zwar keine neuen Rechner vorgestellt, dafür aber jede Menge Erweiterungen für die Classic-Amigas. Am Stand von LBOX konnte man zum Beispiel das auf der Neuser-Messe als Prototyp gezeigte Mediator-Board in Serienreife bestaunen. Für dieses PCI-Busboard gab es auch schon die ersten Treiber für ausgewählte Grafikkarten, TV-Karten und Netzwerkkarten. Bei Hyperion konnte man das Konkurrenzprodukt G-Rex, das direkt an den Erweiterungsport der PPC-Karten gesteckt wird, in Aktion sehen. Doch dazu später mehr. Individual Computers zeigte einmal mehr seine bekannte Produktpalette. Neu war die fertige Version der Kickflash-Erweiterung, die ein Flash-ROM zum variablen Wechsel des Kickstarts enthält. Ausgeliefert werden soll sie jedoch erst, wenn ein neues Kickstart von Amiga Incorporated herausgebracht wurde. Direkt nebenan präsentierte Alien Design die neue Zorro 2 Soundkarte Repulse, die von Individual gefertigt und vertrieben wird. Sie verfügt über digitale und analoge Ein- und Ausgänge und unterstützt maximal 24 Bit bei 96 kHz. Apropos Musik: Mit dem MAS-Player gab es einen externen Hardware-MP3-Decoder zum Anschluss an alle Amiga-Modelle zu sehen, der auch das CDTV in eine MP3-Jukebox verwandeln kann. Einen ganz ungewöhnlichen Weg geht der Eternity One. Hier wird der Amiga auf einem zeitgemäßen PC mittels UAE emuliert. Für die nötige Geschwindigkeit sorgt ein 1 GHz Athlon von AMD. Durch den Einsatz eines speziellen Controllers ist auch der Zugriff auf Amiga-Disketten möglich. So, zurück zur Software. Natürlich gibt es hier nicht nur Sachen für den Anwender, sondern auch viele neue Spiele sind zu bestaunen. Zum Beispiel die neueste Beta-Version von Tales of Tamar, die wir uns jetzt mal etwas genauer ansehen wollen. Inzwischen sind die Fortschritte des Spiels auch nach außen hin sichtbar. So ist seit der letzten Vorstellung von Tales of Tamar die Karte implementiert worden und man kann bereits die Ländereien erforschen, andere Spieler treffen und Handel mit ihnen treiben. Hyperions Heretic 2 konnte auf einem Amiga mit G-Rex und Voodoo 3 Karte noch mehr begeistern. Auch die fast fertige Version von Shogo konnte bestaunt werden. Noch vor kurzem sah es im Strategiebereich für den Amiga eher mau aus. Mittlerweile gibt es aber genug Soft. Das neueste Spiel ist die Amiga-Konvertierung des PC-Klassikers Earth 2140. Auch Exodus konnte inzwischen gekauft werden und Simon the Sorcerer 2 war nach 6 Jahren Wartezeit auch verfügbar. Und das war's auch schon wieder mit der letzten Amiga-Messe im Jahr 2000. Was wird das neue Jahr bringen? Wird es weitere Amiga-Messen geben? Wird unser Webspace für dieses Video ausreichen? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Wir bleiben für euch am Ball.